Willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen hier The Elder Scroll 3 Morrowind. Und ja, ein Spiel aus dem Hause Bethesda Softworks, veröffentlicht von Ubisoft aus dem Jahre 2002. Ganze 15 Jahre hat Morrowind mittlerweile auf dem Buckel. Und wir spielen hier die Game of the Year Edition, die man sowohl auf GOG als auch über Steam beziehen kann. Der Grund des Ganzen ist, ich benutze hier als Betriebssystem Windows 10. Und ich habe natürlich damals, als 2002 das Spiel rausgekommen ist, die entsprechende Release-Version gekauft. Die lässt sich unter Windows 10 zwar installieren, aber aufgrund des verwendeten Kopierschutzes nicht mehr ausführen. Und da gibt es leider bei Windows 10 nur noch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich greife dann nochmal in die Tasche und hole mir dann halt die entsprechende Game of the Year Edition. Die funktioniert. Ja, man sah sich wahrscheinlich von Seiten des Entwicklers oder auch des Publishers nicht in der Lage, einen, ja, wie auch immer gearteten Patch, CD-Patch, was auch immer, anzubieten, damit die Leute, die das Spiel halt ganz legal erworben haben, es auch unter jedem Betriebssystem, also unter jedem Windows, unter jeder Windows-Version zum Laufen zu bekommen. Holter die Polter, egal. Und warum Windows, beziehungsweise warum Microsoft den Weg gegangen ist, dass sie sagen, hier, also die jeweiligen Kopierschutz hier, sei es jetzt Safe Disk oder SecuROM, wird nicht mehr unterstützt. Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwelche Sicherheitsbedenken, ich weiß es nicht. So tief bin ich dann in der Materie doch nicht eingestiegen. Find's ein bisschen schade, dass da halt auf die Art und Weise eine ganze Reihe von Spielen mehr oder weniger, rausgekickt werden, sofern halt nicht die Möglichkeit besteht, halt das Ganze nochmal irgendwie neu zu erwerben über die genannten Plattformen. Gut, hatte ich da sonst noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, damit bin ich erstmal soweit durch. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Jede Tat ist von der Prophezeiung vorausgesagt, doch ohne Helden gibt es keine Taten. In den letzten Tagen der dritten Ära von Tamriel wurde ein Gefangener geboren an einem bestimmten Tag als Kind unbekannter Eltern, in Morrowind ohne Erklärung unter Aufsicht gestellt. Niemand ahnte, welche Rolle dieser Gefangene in der Geschichte dieses Landes spielen würde. Sie haben euch aus dem Gefängnis der Kaiserstadt gebracht. Erst mit der Kutsche und jetzt mit einem Schiff. Im Osten liegt Morrowind. Fürchtet euch nicht, denn ich wache. Ihr wurdet auserkoren. Aufwachen. Wir sind da. Warum zittert ihr so? Geht es euch gut? Wacht auf. Steht auf. Es geht weiter. Ihr habt geträumt. Wie lautet euer Name? Ich heiße Nandos. Nun, nicht einmal der Sturm der letzten Nacht konnte euch wecken. Ich habe gehört, wie sie sagten, dass wir Morrowind erreicht haben. Ich bin sicher, dass sie uns jetzt gehen lassen. Still, hier, da kommt die Wache. Hier steigt ihr aus. Kommt mit mir. Mit W und S bewegt ihr euch vor und zurück, mit A und D seitwärts. Benutzt die Maus, um euch umzusehen. Okay. Dann gucken wir uns doch mal ein klein wenig um. Ihr solltet tun, was sie verlangen. Ja, ich gehe ja schon, So, okay. Wie liegt denn der da? Sind das menschliche Gebeine? Hatten wir etwas Hunger? Wohl nicht wahr. So, ich trat mal hinterher, bevor der mich auch noch verspeist. Was auch immer da geschehen sein mag. So. Auf das Deck.
Versuchen wir das so friedlich wie möglich ablaufen zu lassen. Ich könnte dir auch alternativ voll auf die Fresse hauen. Deck, ja, ich gehe ja schon. Meine Güte, ist der penetrant. Richtet den Blick auf die Luke und drückt Leertaste, um sie zu öffnen. Mit Leertaste können Objekte benutzt und Personen angesprochen werden. Das ist voll nett von der Leertaste. Je schneller ihr geht, desto schneller können wir weiter. Die sind alle sehr nett und freundlich hier. Mit ihr kann ich jedenfalls nicht reden. Ja, seid ihr verwirrt? Wir warten. Ja, ist ja schon gut. Ich gehe ja schon. Hallo, Luke. Das ist eine nette Luke, die macht zumindest das, geht runter zum Dock. Was da ich will. Wollen sie euch haben. Man wird euch das Büro der Zensuskommission zeigen. Ja, ich gehe ja schon. Meine Güte. Bitte, lass mich doch mal hier so ein bisschen umgucken. Bitte? Wer ist denn das? Das ist ein relativ großes Tier. Es scheint aber wohl friedlicher Natur zu sein, denn die Leute sind hier alle recht entspannt. Und dann, ja, gehe ich doch einfach mal von Deck. Die wollen mich hier nicht mehr. Der nächste Knabe. Ihr seid endlich angekommen. Mhm. Aber in euren Unterlagen steht nicht, woher ihr stammt. Das hat seine Gründe. Okay, wir können uns jetzt hier die Rasse aussuchen. Wer hätte denn anzubieten? Argonia? Britone? Dunkelelf, das war der Knabe von vorhin. Hochelf? Kaiservolk? Kait? Oder so ähnlich? Die erinnern mich an irgendwelche anderen Protagonisten eines anderen Spiels, das mehr so in Richtung Weltraum angesiedelt war. Nord? Dann Ork. Es darf natürlich kein Ork fehlen. Rotwardon und Waldelf. Ja. Man bekommt hier natürlich schon jede Menge Sachen so angezeigt, also die Vor- und Nachteile der jeweiligen Rasse. Im beiliegenden Handbuch erfährt man natürlich einiges mehr. Und ich hatte mich natürlich schon ein wenig da eingelesen und ich denke mal, mit so einem Rotwardon ist man eigentlich ganz gut beraten. Die haben hier einmal eine Krankheitsresistenz von immerhin 75% als Besonderheit. Ebenso eine Giftresistenz, ebenfalls von 75%, und können in Kampfrausch geraten und haben dann da, wie man sieht, hier eine ganze Reihe von zusätzlichen Fähigkeiten. Festigen Geschicklichkeit von 50 Punkten, alles jeweils für 60 Sekunden. Festigen Stärke auf 50, festigen Schnelligkeit auf 50, festigen Konstitution auf 50. Und die Lebensenergie festigen auf 25 Punkten, ebenfalls für 60 Sekunden, immerhin etwas. Athletik. Dominierende Eigenschaft, Schnelligkeit. Diese Fertigkeit verbessert die Leistung im Laufen und Schwimmen. Charaktere, die diese Fertigkeit besitzen, bewegen sich zu Lande über kurze und lange Distanzen mit großer Geschwindigkeit und Effektivität fort und können außerdem unter Wasser schnell schwimmen. Ich weiß jetzt nicht, 5 wird wahrscheinlich nicht ganz so viel sein, aber naja, immerhin. Gut, Axt. Moment. Dominierende Eigenschaft, Stärke. Diese Fertigkeit erleichtert dem Benutzer die Handhabung schwerer Waffen wie Streit- und Kriegsäxte. Kann durchaus von Vorteil sein. Dann haben wir noch stumpfe Waffen im Angebot, die wir ebenfalls benutzen können. Ebenfalls dominierende Eigenschaft Stärke. Diese Fertigkeit erhöht die Wirksamkeit von schweren Schlagwaffen wie Streitkolben, Hämmern, Keulen oder Stäben. Dann sind wir in der Lage, schwere Rüstungen zu tragen. Dominierende Eigenschaft Konstitution. Diese Fertigkeit lässt die Verwendung massiver, starrer Rüstungen aus Eisen, Stahl, Silber oder Ebenerz sowie Dwemer und
taktischer Rüstungen bei Angriff und Verteidigung zu. Mit einer beliebigen Art von Rüstung wirksam einzusetzen, muss ihr Träger speziell dafür ausgebildet, daran gewöhnt und darin erfahren sein. So, bin ich da glaube ich voll lesen an der einen Stelle. Langwaffe, dominierende Eigenschaft, wiederum Stärke. Mit dieser Fertigkeit wird die effektive Verwendung von Breitschwertern, Säbeln, Langschwertern, Claymores, Katanas und Daikatanas möglich. Mittlere Rüstung. Dominierende Eigenschaft Konstitution. Diese Fertigkeit lässt die Verwendung flexibler, aber widerstandsfähiger Rüstungen wie Ketten, Schuppen, Knochenpanzer und Ork-Rüstungen bei Angriff und Verteidigung zu. Um eine beliebige Art von Rüstung wirksam einzusetzen, muss ihr Träger speziell dafür ausgebildet, daran gewöhnt und darin erfahren sein. Das ist dann wieder darum das Gleiche. Und Kurzwaffen hätten wir dann auch noch im Angebot. Dominierende Eigenschaft, diesmal Schnelligkeit. In dieser Fertigkeit, visierte Charaktere können kurze Waffen wie Dolche, Tantos, Kurzschwerter und Wakasashis effektiver handhaben. Ich denke, das ist eine ganz interessante Auswahl. Gut, der Knabe sieht ja recht ansehnlich aus, mehr oder weniger. Soweit ich weiß, ist diese Rasse für ihre starke Haarpracht bekannt. Da ist was schiefgelaufen. Gut, wir können jetzt noch das Geschlecht auswählen. Und ein anderes Gesicht wählen, was gar nicht mal das Übelste wäre. Ich glaube, dies war es genau. Das sieht eigentlich ganz ansehnlich aus. Ja, das kann man doch vorzeigen. Damit kommt man dann auch zur Not in die Disco. So, Haare. Nein. Eventuell. Nö. Nö. Nein. Das sieht gut aus. Moment. Jo, das kann man so lassen. Gut. Jo, damit hätten wir unseren Charakter erstmal so weit, oder zumindest in Bezug auf der Rasse, ausgewählt. Dann machen wir mal weiter. Folgt mir zum Büro. Dort kümmert man sich dann um eure Entlassung. Ei, ei, Sir. So, okay. Ja, das macht doch hier schon mal ganz schön was her, würde ich mal sagen. Also ist weit jenseits von Fallout, dass 5 Jahre älter ist. Kann ich hier? Darf ich? Kommissionstor, Schloss 10. Mhm. Ich will keinen Ärger, ich gehe mal hier erstmal durch diese Tür. Die nächste Figur. Ah ja, wir haben euch erwartet. Wir müssen eure Daten erfassen, bevor wir euch offiziell entlassen können. Es gibt einige Möglichkeiten, aus denen ihr wählen könnt. Seine Fragen beantworten, generiert Klasse. Informationen geben, aus Klassenliste wählen. Formular selbst ausfüllen, eigene Klasse erstellen. Ich gehe mal hier diesen mittleren Weg. Schauen wir uns das mal an. Was haben wir denn hier Schönes? Ach je. Akrobat. Spezialisierung Diebskünste. Diebskünste. Bevorzugte Attribute, Geschicklichkeit, Konstitution, Hauptfertigkeit, Akrobatik, Athletik, Schütze, Schleichen ohne Rüstung, okay. Nebenfertigkeiten, Wortgewandtheit, Veränderung, Speer, Nahkampf, leichte Rüstung, ich denke eigentlich weniger. Agent ist auch bezüglich der Diebeskünste bewandelt. Hat Charisma als bevorzugtes Attribut und die Geschicklichkeit. Hauptfertigkeiten, Wortgewandtheit, Schleichen, Akrobatik, leichte Rüstung, Kurzwaffe, Nebenfertigkeiten, Feilschen, Beschwören, Blocken ohne Rüstung, Illusion. Passt auch nicht so richtig auf den Charakter, den wir da jetzt da, oder die Rasse, die wir da gewählt haben, von wegen leichte Rüstung und so.
Noch einer, der über Diebeskünste verfügt, ein Assassine. Bevorzugte Attribute, Schnelligkeit und Intelligenz, Hauptfertigkeit, Schleichen, Schütze, leichte Rüstung, Kurzwaffe, Akrobatik, Nebenfertigkeit, Sicherheit, Langwaffe, Alchemie, Blocken und Athletik. Bandit, Spezialisierung Kampf, bevorzugte Attribute, Schnelligkeit und Charisma, Hauptfertigkeiten, Kurzwaffe, Feilschen, Axt, das passt dann schon wieder eher, leichte Rüstung, Nahkampf. Nebenfertigkeiten, Blocken, mittlere Rüstung, okay. Wortgewandtheit, Athletik und Langwaffe. Der Barbar. Spezialisierung, Kampf. Bevorzugte Attribute, Stärke und Schnelligkeit. Hauptfertigkeit, Axt, mittlere Rüstung, stumpfe Waffe, Athletik und Blocken. Nebenfertigkeit, Akrobatik, leichte Rüstung, Schmied, Schütze und ohne Rüstung. Aha, okay. Ich weiß nicht. Bade. Wieder einer mit Liebeskünsten. Bevorzugte Attribute sind Charisma und Intelligenz. Hauptfertigkeit, Wortgewandtheit, Alchemie, Akrobatik, Langwaffe, Blocken. Nebenfertigkeit, Feilschen, Illusion, mittlere Rüstung, Verzauberung und Sicherheit. Bogenschütze. Spezialisierung Kampf, bevorzugte Attribute Geschicklichkeit und Stärke, Hauptfertigkeiten Schütze, Langwaffe, Blocken, Athletik und leichte Rüstung. Nebenfertigkeit ohne Rüstung, Speer, Wiederherstellung, Schleichen und mittlere Rüstung. Wiederherstellung ist die Fähigkeit halt, dass man die eigenen Sachen, die man so bei sich trägt, natürlich insbesondere Rüstung und Waffen, wiederherstellen kann, quasi wieder reparieren kann, wie auch immer. Und nicht ganz ohne diese Möglichkeit könnte einem den einen oder anderen Heller sparen. Gut, Dieb ist natürlich klar. Diebskünste, bevorzugte Attribute, Schnelligkeit und Geschicklichkeit. Hauptfertigkeiten, Sicherheit, Schleichen, Akrobatik, leichte Rüstung und Kurzwaffe. Nebenfertigkeit, Schütze, Wortgewandtheit, Nahkampf, Feilschen und Athletik. Mich steht eigentlich nicht so. Heiler. Spezialisierung Magie. Bevorzugte Attribute, Willenskraft und Charisma. Hauptfertigkeiten, Wiederherstellung. Mystik, Veränderung, Nahkampf, Wortgewandtheit. Nebenfertigkeit, Illusion, Alchemie, ohne Rüstung, leichte Rüstung und stumpfe Waffen. Ist auch nicht so wirklich. Hexenjäger. Spezialisierung Magie. Bevorzugte Attribute, Intelligenz und Geschicklichkeit. Hauptfertigkeiten, Beschwörung, Verzauberung, Alchemie, leichte Rüstung und Schütze. Nebenfertigkeit, ohne Rüstung, Blocken, stumpfe Waffen, Schleichen und Mystik. Hexenmeister. Ebenfalls Magie als Spezialisierung. Intelligenz und Konstitution sind die bevorzugten Attribute. Hauptfertigkeiten, Verzauberung, Beschwörung, Mystik, Zerstörung, Veränderung. Nebenfertigkeiten, Illusion, mittlere Rüstung, schwere Rüstung. Okay, Schütze, Kurzwaffen. Immerhin, das ist nicht ganz uninteressant. Dann hätten wir noch den Kampfmagier. Spezialisierung Magie. Bevorzugte Attribute, Intelligenz und Stärke, Hauptfertigkeiten, Veränderung, Zerstörung, Beschwörung, Axt, schwere Rüstung, Nebenfertigkeit, Mystik, Langwaffe, Schütze, Verzauberung und Alchemie. Das ist nicht ganz uninteressant, der Kampfmagier. Dann haben wir noch den Kreuzritter, Spezialisierung Kampf. Bevorzugte Attribute, Geschicklichkeit und Stärke, Hauptfertigkeiten, stumpfe Waffe, Langwaffe, Zerstörung, schwere Rüstung und Blocken, Nebenfertigkeiten, Wiederherstellung, aha, Schmied, Nahkampf, mittlere Rüstung und Alchemie, Krieger, Spezialisierung Kampf, bevorzugte Attribute sind Stärke und Konstitution. Hauptfertigkeiten, Langwaffe, mittlere Rüstung, schwere Rüstung, Athletik und Blocken.
Nebenfertigkeiten: Schmied, Speer, Schütze, Axt und stumpfe Waffen. Dann haben wir den Kundschafter. Ebenfalls Kampf als Spezialisierung und Schnelligkeit und Konstitution als bevorzugte Attribute. Hauptfertigkeiten: Schleichen, Langwaffe, mittlere Rüstung, Athletik und Blocken. Nebenfertigkeiten: Schütze, Alchemie, Veränderung, leichte Rüstung, ohne Rüstung. Magier, Spezialisierung Magie. Bevorzugte Attribute sind Intelligenz und Willenskraft. Hauptfertigkeiten: Mystik, Zerstörung, Veränderung, Illusion, Wiederherstellung. Nebenfertigkeiten: Verzauberung, Alchemie, ohne Rüstung, Kurzwaffen und Beschwörung. Ich glaube eher nein. So, Magierkrieger. Spezialisierung Magie. Bevorzugte Attribute: Willenskraft und Konstitution. Aha. Hauptfertigkeiten: Blocken, Wiederherstellung, Langwaffe, Zerstörung, Veränderung, Nebenfertigkeiten, stumpfe Waffen, Verzauberung, Alchemie, immerhin eine mittlere Rüstung und Axt. Mönch, Diebskünstler als Spezialisierung, Geschicklichkeit und Willenskraft als bevorzugte Attribute, Hauptfertigkeiten, Nahkampf ohne Rüstung, Athletik, Akrobatik, Schleichen, Nebenfertigkeiten, Blocken, Schütze, leichte Rüstung, Wiederherstellung und stumpfe Waffen, ich denke eher nein. Pilger, ebenfalls Diebeskünste als Spezialisierung, bevorzugte Attribute, Charisma und Konstitution. Hauptfertigkeiten: Wortgewandtheit, Feilschen, Schütze, Wiederherstellung, mittlere Rüstung. Okay. Nebenfertigkeiten: Illusion, Nahkampf, Kurzwaffe, Blocken und Alchemie. Und dann haben wir noch den Ritter. Kommt noch einer danach. Okay. Spezialisierung Kampf, bevorzugte Attribute Stärke und Charisma, Hauptfertigkeiten Langwaffe, Axt, Wortgewandtheit, schwere Rüstung, Blocken, Nebenfertigkeiten Wiederherstellung, Feilschen, mittlere Rüstung, Verzauberung und Schmied. Auch nicht so ganz uninteressant. Und Schattenklinge, Spezialisierung Magie, bevorzugte Attribute Willenskraft und Schnelligkeit, Hauptfertigkeiten: Mystik, Illusion, Veränderung, Schleichen, Kurzwaffe. Sorry. Müsste mich ganz kurz etwas stärker räuspern. Kurzwaffe: Nebenfertigkeiten: leichte Rüstung, ohne Rüstung, Zerstörung, Schütze, Sicherheit. Magier Krieg. War nicht ganz so ohne. Aber ich glaube, da war dann der Kampfmagier. Wo war er denn? Da oben. Kampfmagier. Etwas interessanter, einmal hier wegen der Axt. Diese Fertigkeit erleichtert dem Benutzer die Handhabung schwerer Waffen wie Streit- und Kriegsäxte. Dann schwere Rüstung. Das ist ja hier auch für unsere Rasse eigentlich ganz interessant. Hat dann die Fähigkeit Mystik. Die Zaubereffekte der Schule der Mystik formen und fokussieren anderweltliche Mächte, um Seelen in Steinen zu binden, den Körper des Zauberers zu teleportieren, die Welt durch Telekinese zu manipulieren, magische Energien zu absorbieren oder reflektieren, sowie nicht sichtbare Objekte aus der Entfernung zu entdecken. Schon nicht uninteressant. Dann beherrscht er halt Langwaffen. Klar, ist als Schütze zu gebrauchen. Beherrscht Verzauberung und Alchemie. Durch Alchemie werden magische Eigenschaften in alltäglichen Substanzen verstärkt. Die Substanzen können entweder direkt eingenommen oder als Tränke zubereitet werden, um langzeitig positive Wirkungen wie Heilung von Krankheiten, festes Wasser, magische Abwehr und Verstärkung von Attributen zu erzielen. Festes Wasser bedeutet, man ist in der Lage, über Wasser zu laufen. Verzauberung, dürfte klar sein. Die Fertigkeit bezieht sich auf die Erstellung, Verwendung und das Aufladen magischer Gegenstände. In dieser Kunst geübte Magiekundige
können mit größerer Erfolgswahrscheinlichkeit neue Gegenstände erstellen. Magische Gegenstände verbrauchen weniger Kraft und lassen sich effizienter mit Seelensteinen aufladen, wenn der Benutzer in dieser Fertigkeit ausgebildet ist. Tja, ist nicht ganz uninteressant. Und dann hätten wir noch diesen Kreuzritter. Den fand ich eigentlich auch ganz interessant. Der hat die Möglichkeit, hier mit der Wiederherstellung was zu machen und ist Schmied. Die Fertigkeit dient dazu, Waffen und Rüstungen in bestem Zustand zu erhalten. Abgenutzte Waffen verursachen weniger Schaden. Abgenutzte Rüstungen bieten weniger Schutz gegen Angriffe. Mit zunehmender Verwendung nimmt die Effektivität von Waffen und Rüstungen merklich ab. Ja, der Hintergedanke ist halt, wenn man einmal eine ganz gute Ausrüstung hat, dann möchte man die auch behalten. Und klar, man kann die Sachen dann halt reparieren lassen. Das kostet dann auch wiederum Geld. Und wenn man das selber machen kann, ist das ja auch nicht so ganz dumm. Auf der anderen Seite finde ich, Moment, Krieger ging so, finde ich die Idee hier mit dem Kampfmagier sehr interessant, dass man halt also Magie und Kampffertigkeiten mischt. Könnte vielleicht nicht ganz so uninteressant sein. Glaube fast, ich nehme den Kampfmagier. Ich bin da mal so verrückt und mach das. Sehr gut. Nun, in dem Brief steht, dass ihr unter einem bestimmten Zeichen geboren wurdet. Unter welchem Zeichen genau? Oh ja, jetzt geht das hier mit den Sternzeichen los. Da hatte ich mir, glaube ich, auch schon das eine oder andere so eine nähere mal näher angeguckt. Gehen wir einfach mal durch. Das Ritual. Zauber, gesegnetes Wort. Untote vertreiben, 100 Punkte für 30 Sekunden auf Ziel. Gesegnete Berührung, Untote vertreiben, 100 Punkte für 30 Sekunden auf Berührung. Maras Geschenk, Lebensenergie wiederherstellen, 100 Punkte auf sich selbst. Das Schlachtross, Fähigkeit Wagenlenker, festigen Schnelligkeit um 25 Punkte. Der, was? Atronach. Auch Brand. Zauber absorbieren, 50 Punkte, maximale Magierwerte festigen, 2,0 mal Intelligenz und Magie beeinträchtigen. Okay. Der Fürst. Trolleigenschaft. Anfälligkeit für Feuer, 100%. Okay. Ohlala. Zauber, Blut des Nordens, Lebensenergie wiederherstellen, 2 Punkte für 30 Sekunden auf sich selbst. Klingt jetzt nicht so interessant. Der Krieger, Fähigkeit Kampfschrei, Angriff festigen, 10 Punkte. Der Lehrling, elfische Eigenschaft, maximalen Magiewert festigen, 1,5 mal Intelligenz und Anfälligkeit für Magie 50%. Der Magier, wie auch immer, maximale Magiewert festigen, 0,5 mal Intelligenz. Klingt nicht so spannend. Der Schatten. Mondschatten als Eigenschaft, Unsichtbarkeit für 60 Sekunden auf sich selbst. Okay. Der Turm. Zauber. Bettlernase. Was? Bewusstsein entdecken 200 Fuß für 60 Sekunden auf sich selbst. Magie entdecken, 200 Fuß für 60 Sekunden auf sich selbst. Und Schlüssel entdecken, 200 Fuß ebenfalls für 60 Sekunden auf sich selbst. Eigenschaften Turmschlüssel, öffnet 50 Punkte auf Berührung. Öffnen 50 Punkte auf Berührung. Man kann also dann entsprechend Türen leichter öffnen. Ist natürlich auch nicht so ganz uninteressant. Moment. Die Frage oder Fragen. Die Diebin. Akavirische Gefahrensinn. Zuflucht 10 Punkte. Die Fürstin. Gunst der Fürstin. Festigen Charisma 25 Punkte. Gnade der Fürstin. Festigen Konstitution 25
Punkte Liebende. Fähigkeiten Mondskalb. Festigen Geschicklichkeit 25 Punkte. Eigenschaften Kuss der Liebenden. Lähmung für 60 Sekunden auf Ziel. Ausdauer senken 200 Punkte auf sich selbst. Nö. Die Schlange. Zauber Sternenfluch. Gift 3 Punkte für 30 Sekunden auf Berührung. Lebensenergie senken 1 Punkt für 30 Sekunden auf sich selbst. Jo. Liebenden ist nicht, oder die Liebende ist nicht ganz uninteressant. Oder die Fürstin, das war auch noch ganz gut. Konstitution und Charisma. Ich denke, wir nehmen die Fürstin. Interessant. Nun, bevor ich diese Papiere abstemple, stellt sicher, dass die Informationen auch korrekt sind. Gut, dann schauen wir mal durch. Also, Nandos, ja, der Name passt schon mal. Rot, Bardon als Rasse, ja, Klasse, Kampfmagier, Sternzeichen, die Fürstin. Lebensenergie 55, Magie 40, Ausdauer 205, immerhin. Stärke 60. Stärke beeinflusst, mit wie viel Lebensenergie ihr beginnt, wie viel ihr tragen könnt. Eure maximale Ausdauer und wie viel Schaden ihr im Nahkampf anrichtet. Das ist schön. Intelligenz 40, Willenskraft 30, Geschicklichkeit 40, Schnelligkeit 40, Konstitution 75, Charisma 55, Glück 40. Ja, ich denke, damit kann man leben. Hauptfertigkeiten. Veränderung 35, Zerstörung 35, Beschwörung, Axt und schwere Rüstung ebenfalls 35, Nebenfertigkeiten, Mystik 20, Langwaffen 30, Schütze 15, Verzauberung und Alchemie jeweils 20, sonstige Fertigkeiten, Blocken 5, Schmied 5, mittlere Rüstung 10, Speer 5, Athletik 10, Illusion 10, Wiederherstellung immerhin 10, ohne Rüstung 10, Sicherheit, Schleichen, Akrobatik und leichte Rüstung jeweils 5, Kurzwaffen 10, falschen Wortgewandtheit und Nahkampf jeweils 5, Fähigkeiten, Kampfresistenz, Giftresistenz, Gunst der Fürstin, Gnade der Fürstin. Also, das ist auch das mit der Gunst, mit Charisma und Konstitution. Okay, oh, geht noch weiter. Eigenschaften, Kampfrausch. Das waren die Geschichten hier. Zauber, Schild. Veränderung, Schild, 5 Punkte für 30 Sekunden auf sich selbst. Okay. Bestes Wasser für 60 Sekunden auf sich selbst. Beschwörender Dolch für 60 Sekunden. Ahnengeist beschwören. Aha, aha. Okay. Und Feuerbiss. Feuerschaden. Okay. 15 bis 30 Punkte auf Berührung. Ja, ich denke, damit kann man leben.